Hallo, wir sind die Azubis der Firma Pentagos und machen alle eine Ausbildung zum Gießereimechaniker. Die Firma ist durch ihre zentrale Lage für uns alle gut zu erreichen. In unserem Betrieb lernt ihr ein hochmotiviertes Team kennen, das einen wichtigen Beitrag zum guten Betriebsklima leistet. Nach der Lehre gibt es gute Übernahmechancen und vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Während der Ausbildung durchlaufen wir alle Produktionsbereiche und ein Arbeitsplan regelt unseren zeitlichen Einsatz in den verschiedenen Abteilungen. Pentagos ist seit über 100 Jahren ein kompetenter Partner für internationale Konzerne im Maschinen- und Anlagenbau, in der Betriebsmedizin und Landtechnik. Kunden schätzen uns als Komplettanbieter für ihre Aluminiumgussteile. An unserem Standort Deckendorf produzieren wir auf über 10.000 Quadratmeter Fläche in einer der modernsten Gießereien Europas jährlich ca. 1.000 Tonnen Gussteile. Dafür suchen wir pfiffige und motivierte Schulabgänger, die sich bei uns zum Gießereimechaniker oder zur Gießereimechanikerin ausbilden lassen. Kommt mit und wir zeigen euch jetzt mal unseren Betrieb. Servus, ich bin der Josef, ich bin 17 Jahre alt, ich bin jetzt da im zweiten Lehrjahr und ich zeige euch heute unsere Schmelzerei. Also in den 10 verschiedenen Schmelzöfen, da werden verschiedene Aluminium- und Kupferlegierungen aufgeschmolzen und die Aluminiumlegierungen bei ca. 700 bis 800 Grad und die Kupferlegierungen bei ca. 200 Grad vergossen. Hallo, ich bin der Stefan und bin im dritten Lehrjahr. Hier in der Handformerei werden die Modelle im Sand eingeformt und für den Abguss vorbereitet. Bei dieser Tätigkeit lernt man die handwerkliche Seite des Gießens besonders gut kennen. Man arbeitet mit einfachen Werkzeugen. Das ist quasi die Urform des Gießereiwesens. So ähnlich haben unsere Vorfahren schon vor Jahrtausenden ihre Werkzeuge gegossen. Servus, ich bin der Markus, bin im zweiten Lehrjahr und ich zeige euch heute unsere neue Formanlage HSP1D. Hier lernen wir die Bedienung der Technik dieser vollautomatisierten Formanlage, auf der es möglich ist, größere Stückzahlen zu gießen. Es ist wichtig, die Anlage zeitgenau zu bestücken und zu überwachen. Weil die Anlage getaktet läuft, ist es hier besonders wichtig, sorgfältig und zeitgenau zu arbeiten. Servus, ich bin der Simon, ich bin 17 Jahre alt, bin jetzt dann im zweiten Lehrjahr. Ich zeige euch jetzt einmal unser erstes Labor, das Schmelzerlabor. Da ist es wichtig, dass wir jeden Tag unsere Teile und die Qualität der Produkte überprüfen. Hier werden unsere Sande täglich im Werkstofflabor geprüft. Sehr wichtig ist auch die richtige Vorbereitung der Legierungen im Schmelzerlabor. Eine genaue Arbeitsweise und der verantwortungsvolle Umgang mit Maschinen und Materialien stehen hier im Vordergrund. Wir Azubis dürfen auch hochpräzise Geräte bedienen und lernen so, wie wichtig die richtige Materialzusammensetzung für einen einwandfreien Gussprozess ist. Ist eine echt interessante Aufgabe. Servus, ich bin der Lukas. Ich bin im dritten Lehrjahr und mache eine Ausbildung zum Gießereimechaniker. Und ich zeige euch jetzt unsere Kernmacherei. Kerne werden gebraucht, um Hohlräume in Gussteilen herzustellen. Zur Herstellung der Kerne wird ebenfalls wieder Sand verwendet. Die Beschaffenheit der Kerne wird auf das spätere Gussteil abgestimmt. Um gute Kerne herzustellen, braucht man eine saubere Arbeitsweise und etwas Fingerspitzengefühl. Die letzte Abteilung, die wir euch zeigen, ist die Kukullengießerei. Die eingesetzten Werkzeuge sind aus Stahl. Unsere Aufgabe ist es, die Werkzeuge vorzubereiten und die Maschinen zu bestücken. Danach gießen wir die Schmelze in die Form und entnehmen nach einer kurzen Abkühlungszeit die Teile. Das ist eine sehr effiziente Form des Gießens, wo man hohe Stückzahlen in relativ geringer Zeit herstellen kann. So, jetzt habt ihr einen Einblick in unseren interessanten Ausbildungsberuf und Ausbildungsplatz bekommen. Wollt ihr uns näher kennenlernen, dann schickt uns einfach eine Bewerbung. Ein Praktikum zu machen ist auch jederzeit möglich. Wir freuen uns auf euch.